So Leute, weiter geht's mit Risen 1. Und wir wollten jetzt mal hier etwas weiter erkunden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die Falle hier schon... Okay, haben wir nicht. Gut, dann laden wir mal eben neu, würde ich sagen. Ich hatte jetzt gedacht, wir hätten die Falle schon deaktiviert gehabt. Aber gut, haben wir anscheinend nicht. Wie können wir... Achso, da vorne ist ein Hebel. Dann nehmen wir doch direkt mal hier die Telekinese. We are activating the Hebel and now we can go through here. That's very awesome. I hope you can understand me. Because my English is very great. Ne? Oh, scheiße. Ah, gut. Zum Glück habe ich das Vieh noch rechtzeitig gesehen. Ansonsten, was? Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, das war so klar. Und irgendwas, ne, nichts Nützliches. Steinplatte, immerhin. Aber bringt ihr uns auch irgendwas? Ah, jetzt müssten wir doch, glaube ich, bei... Nein, scheiße, uns fehlen noch 7. Dann sind wir bei 100. 200 meine ich. Bei 100 sind wir ja schon lange. So, wie kommen wir jetzt hier rüber? Ich glaube, für den Weg reicht das Levitationsding nicht. So. Ich speichere vorher mal lieber. Trink mir noch einen Mana-Trank. Und jetzt probiere ich es einfach mal. Oh. Oh. Doch. Es hat gereicht. Wie geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann speichere ich hier jetzt direkt nochmal. Und da haben wir ein Loch, wo wir als Nautilus hindurch können. Ich weiß jetzt gerade, um ehrlich zu sein, habe ich mich jetzt nicht wirklich verlaufen. Aber ich... Oh, da... Ah, Nautilus, Nautilus. Ich, okay, doch, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich weiß gerade nämlich nicht, wo genau ich bin. Und wie ich hier wieder rauskomme. Damit... Ne, hier mit dem Hebel können wir die Tür da auf jeden Fall aufmachen. Ich frage mich gerade, wohin die führt. Die führt hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, okay, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Und ich glaube, dann haben wir auch schon beide von den komischen Priesterbüsten sind das, ne? Genau, die brauchen wir. Davon haben wir dann zwei Stück. Nautilus, wo ist er? Da ist er. So, packt er in den Kopf. Genau. Und jetzt kullern wir hier durch. Ach nö, da ist so ein Profikrieger. Ah, lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Danke. Oh, kein Skelettkrieger. Was findet man denn sonst hier Schönes drin? Wahrscheinlich nichts Geiles, oder? Telekinese, Axtkampf plus 1, das braucht kein Mensch. Lalalala. Büste. So, war das jetzt noch eine Priesterbüste oder eine normale? Ne, normale Büste. Okay. Tja, dann werden wir die wohl da in dem Raum mal auf die Sockel legen. Und dann mal gucken, wo mega lag. Dann mal gucken, wo wir hinkommen. Moment, wir haben ja die Karte hier. Ich laufe trotzdem mal ein bisschen weiter hier. Okay, da... Ach, guck mal an. Der Weg mit dem Nautilus ist sogar in der Karte angezeigt. Ist das easy, ey. Moment, waren wir jetzt überall hier? Ich weiß es gar nicht. Da waren wir drinnen. Und dann sind wir da lang, da unten, da lang. Ja, ich glaube schon. Falls nicht, ist auch kein Weltuntergang. So. Dann legen wir jetzt hier die Büste Nummer 1 drauf. Wo ist er denn? Einfach mal drauf. Ja, das ist jetzt bestimmt so ein Rumgefummel hier, die ganzen Büsten da auszuprobieren. Und noch eine. Funktioniert das? Oh, wunderschön.
Sehr, sehr gut. Oh, da sind jetzt einige. Mal lieber ein Mana-Trank. Wenn ich den da angreife, kommt der Hohepriester auch, yo. Dann verstecke ich mich mal lieber hier. So. Und jetzt steht nämlich der Hohepriester da oben die ganze Zeit. Oh, 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 oh. So. Und dadurch, dass ich so schnell schieße, kann der Blödmann da oben nämlich überhaupt nichts machen. Das gefällt mir sehr gut. Oh, okay. Titanenschild brauchen wir zwar nicht, aber es sieht schon geil aus. So, Moment, kurz das Thumbnail machen. So, sehr schön. Schild des Titanenlords. Gut, dass das jetzt zugegangen ist. Sonst irgendwas hier? Nö. Jetzt ist bestimmt hier an der Seite das auf. Habe ich recht? So. Weg mit dir. Ey, dieses magische Geschoss ist einfach so krass heftig, ne? Das ist nicht normal. Das ist total OP. Also damit kannst du echt einfach alles plätten. So, dann hätten wir den jetzt auch durch den Tempel. Moment, ich schau mal kurz auf die Karte hier. Alle Teile der Titanenrüstung. Nein. Ah, Moment, weil wir noch hier drinnen sind, oder? Ich weiß nicht, ich gehe einfach mal raus hier. Und dann schauen wir mal auf die, ne? Auf die Karte. Und versuchen herauszufinden, wo wir als nächstes hin müssen. Sterbe ich jetzt? Was auch immer das jetzt für ein Sprung war. Ich verstehe so viele Dinge in diesem Spiel nicht, ne? Vor allem mit diesem magischen Geschoss. Ich wette, wenn wir das Feuerdingen genommen hätten oder das Eisdingen, dann wären wir noch lange nicht so weit, weil wir einfach voll die Schwierigkeiten hätten bestimmt. So, das müsste jetzt reichen, oder? Questkarte hier. Den haben wir. Den haben wir. Da, Moment, ich... Den haben wir auf jeden Fall auch. Den haben wir auch. Müssen nur noch den da machen. Okay. Dann... Machen wir das doch. Und ich wollte... Ah, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte irgendwas noch machen. Irgendwas wollte ich noch machen. Ah, nee. Schon erledigt. Das war ja hier, ne? Die Geschichte mit der Weisheit und der Siegelstufe. Das hatte ich ja alles vor. Ich werde mich jetzt mal ins... Beziehungsweise, nee, ich gehe in die Hafenstadt nochmal eben und hole mir noch mehr Tränke. Oder? Nee, in der Vulkanfestung hole ich mir die. Nee, im Banditenlager kann ich mir die doch auch besorgen. Da ist doch auch der Magier-Tünnis. Der hat doch auch so ein paar Tränke bestimmt. La, la, la. So. Oh, immer dieser blöde Holz... Stapel da, in dem ich hängen bleibe. Gibt's Probleme? Ja, würde ich mal sagen. Die ganze Insel ist von Echsenmenschen überlaufen und die ganze Insel bebt und da ist so ein Titan unter dem Vulkan und dies und das und jenes und es gibt einige Probleme. In den Ruinen sterben sie doch wie die Fliegen. Du. Was? Du hast recht. Dieser Tempel ist ein Priestergrab. Deinen Worten nach zu urteilen, warst du bereits unten. Ja, sag bloß. Das mit der schwarzen Magie war gar nicht so falsch. Ich freue mich, dass du diese Prüfung unbeschadet überstanden hast. Doch die größte Herausforderung wartet noch auf dich. Hier, nimm diese Gabe von mir. Danke. Gib her. Kehre wohlbehalten aus dem Vulkan wieder zurück. Jetzt zeig mir deine Ware, gib mir die ganzen Tränke hier, da und die bringen nur 100, die bringt 200. Soll ich mir die auch noch mitnehmen? Oder davon habe ich noch 50? Nee, komm. So, Heiltränke habe ich auch noch etliche. Gut. Haben wir eigentlich Lernpunkte? Null? Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Können wir dem Don noch irgendwas erzählen? Zu tun? Nö, gar nicht. Mir ist ziemlich langweilig hier gerade.
Natürlich habe ich was zu tun, du Idiot. So. Und ich glaube, so langsam bin ich schon wieder bei den 10 Minuten angekommen. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ich habe gerade schon gedacht, der Kerl da, Dwight. Später vielleicht. Ja gut. Der wäre irgendwie so ein Ghoul gewesen. Es sah vorhin so aus, als er sich so gebückt hat und die Kiste hochgehoben hat. Habe ich gedacht, hey, was macht denn da so ein Ghoul? Aber es war zum Glück keiner. So, ja, ich glaube, dann müssen wir jetzt da... Genau, da ist der nächste Tempel. Das Priestergrab, wo wir rein müssen. Ich werde mich jetzt nochmal in Richtung des Grabes dort bewegen. Und davor dann einen Cut machen. Sind hier noch Echsenkrieger oder so? Nö. Kein Schwein ist hier. Gut, dann werden wir hier jetzt einen Cut machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oh, die Sonne kommt raus hier im Spiel. Wunderschön. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich bedanke mich fürs Anschauen und sag mal tschüss, bis zur nächsten Folge.